Hallo, ich bin's, Danny vom Ersatzteilshop. Ihr habt dieses Video vermutlich gefunden, weil ihr das Problem habt, dass jetzt in der kalten Jahreszeit eure Kühl-Gefrier-Kombination nicht mehr anständig arbeitet. Meistens ist es dann so, dass das Kühlteil zwar noch kühl ist, weil die Umgebungstemperatur auch relativ kühl ist, aber gerade das Gefrierteil taut auf. Das ist meistens bei etwas älteren Geräten der Fall, wenn diese Geräte dann zum Beispiel in der Garage oder in einem kühlen Keller stehen. Und jetzt die Temperaturen im Winter etwas nach unten gehen, dann ist bei diesen Geräten der Kältekreislauf über das Thermostat geregelt. Das Thermostat überwacht allerdings nur die Temperatur im Kühlteil. Wenn hier natürlich die Temperaturen durch die relativ kalte Außenluft nicht einen gewissen Punkt überschreiten, dann sagt das Thermostat dem Motor nicht, dass er laufen muss, also dass gekühlt werden muss. Das Problem ist dann natürlich im Gefrierteil. Wird dann keine Kälte erzeugt, so kalt steht das Gerät dann meistens nicht und dadurch gibt es dann Probleme. Wie gesagt, dann hat man im Kühlteil eine anständige Temperatur, so wie man sie haben möchte, aber das Gefrierteil läuft dann nicht mit. Dann müsst ihr mal schauen, bei einigen Geräten, wo das Thermostat an der Seite im Innenraum verbaut ist, ist drunter noch ein kleiner Kippschalter. Mit diesem Kippschalter kann man im Prinzip eine Art Zusatzheizung hinzuschalten. In den meisten Fällen ist diese Zusatzheizung dadurch geregelt, dass einfach nur die Beleuchtung im Kühlteil ständig mit verminderter Leistung brennt. Da ist dann noch ein Widerstand vorgeschalten und dadurch wird natürlich im Innenraum vom Kühlschrank Wärme erzeugt. Und durch diese Wärme wird dann im Prinzip das Thermostat wieder dazu gebracht, das Gerät oder den Motor einzuschalten und dann wird wieder anständig gekühlt. Bei den neueren elektronisch geregelten Geräten oder auch bei Geräten mit zwei Kompressoren hinten, die haben dann zwei Thermostate, einmal für das Kühlteil und einmal für das Gefrierteil. Da ist natürlich dieser Effekt nicht zu bemerken. Aber wie gesagt, bei etwas älteren Geräten, die zu kalt stehen, wundert euch nicht, die sind dann nicht unbedingt defekt. Schaut bitte, ob ihr so einen kleinen Kippschalter habt. Ist dieser nicht vorhanden, bleibt nur noch die Möglichkeit, das Gerät an einen wärmeren Ort zu verbringen und dann funktioniert alles wieder. Wenn wir euch mit diesem Video helfen konnten, würde es uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Diesem Video einen Daumen nach oben gebt und mir bleibt nur noch zu sagen, ran ans Werk.